Eine Anhängerkupplung eingebaut von der Firma ATU. Das habe ich mir einmal gegönnt, in der Hoffnung, dass es etwas Gescheites ist. Nach dem Einbau bekommt man ein kleines Säckchen. Dabei ist natürlich selber die abnehmbare hier Anhängerkupplung von Brink. Wenn ich das jetzt mal richtig ausgesprochen habe. Eine kleine Anleitung, wie man es rein und raus macht. Und eine Schlüssel bzw. zwei Schlüssel zum Rein- und Rausschrauben. Das war es eigentlich auch schon. Ja, und das Ganze funktioniert eigentlich auch relativ einfach. Die Anhängervorrichtung, hier Anhängerkupplung, ist übrigens natürlich abnehmbar und auch abschließbar. Dafür ist der Schlüssel gedacht. Denn ansonsten kann es einfach mal so jeder mal das ganze Ding klauen. Was man natürlich mit einer Anhängerkupplung macht, weiß ich jetzt nicht so richtig, aber nun gut. Aber zumindest auch, damit es wegfliegt, die Anhängerkupplung, ist auch das Schloss ganz okay. Das ganze Gerät hat man jetzt hier unten bei mir reingeschnitten, reingebaut. Ganz links ist der Elektroansatz von der Firma Jäger, da entsprechend dort Strom rausfließt. Und die Firma ATU hat es doch ziemlich... Naja, also ich finde es ziemlich einfach und primitiv rausgesägt. Ob man vor allem ganz rechts das noch so groß sein hätte müssen, das Loch, das weiß ich jetzt nicht zu 100%. Für mich sieht es auf jeden Fall ziemlich gewaltig aus, das Loch. Und da die Kanten nicht entgeradet sind, wirkt es doch relativ, ja, primitiv. Aber zumindest jetzt in meinen Augen. Vielleicht mag es auch jemand, vielleicht findet es auch jemand oder... ein Kfz-Mechaniker gut und sagt, so muss es sein, genauso leicht ungerade geschnitten, genauso ein paar Fetzen und ungerade, genau so ist es richtig. Ich bin ein Laie, deswegen bitte verzeiht mir. Ja, wie gesagt, da unten kommt es dann später ganz hier rein und das Ganze ist noch mit einer kleinen Kappe sozusagen vor Schmutz gesichert. Diese Kappe muss man immer abmachen und später wieder dran machen. In der Mitte, wie gesagt, sieht man die Kappe. Links wieder den Elektroaufsatz von der Firma Jäger. Ja, viel kann man da jetzt auch nicht falsch machen. Klappt man das Ganze hier runter, dann hat man hier entsprechend einen 13-poligen Stromanschluss. Und hier, naja, also furchtbar. Zumindest ich finde es furchtbar. Hier aufgeklappt der 13-polige Stecker. Hier noch einmal ein Detailblick in das riesige Loch. Naja, wie gesagt, ob das jetzt sein musste, da kann ich jetzt nicht genau darüber Bescheid sagen. Und das kann man auch wieder immer so rein- und rausklappen, wie man lustig ist. Drückt man das hier ein bisschen zusammen und kann man das einfach hier rausziehen. Das ist, wie gesagt, vor allem zum Schutz gedacht, dass hier kein Schmutz hier reingeht. Also das ist auch durchaus wichtig, sowas sollte man nicht verlieren. Ansonsten wird es da drin ziemlich schnell schmutzig und dann kann die Anhängerkupplung auch nicht mehr so richtig rein und raus gehen. Und hier haben wir jetzt auch schon die Anhängerkupplung. Also das geht jetzt eigentlich relativ, in dem Sinn eigentlich einfach, wenn man natürlich nicht immer meine patentierte Einhandlösung benutzt. Also idealerweise nimmt man dafür immer zwei Hände. Weil im Prinzip steckt man das jetzt hier nur so rein, relativ, naja, ich würde sagen jetzt nicht so ruckartig, aber durchaus fest rein und ein bisschen runter drücken und dann ist das Ganze schon arretriert. Fertig, das war's. Wie gesagt, mit einer Hand geht das immer hier ein bisschen fummelig, wenn man mit anderen halt die Kamera hebt. So, bupp, und das war's schon. Es gab ein Klicken jetzt und die Anzeige ganz rechts an der Kupplung ist grün. Das bedeutet, das Ding hat sich verriegelt. Und das war's. So einfach hat man jetzt die Anhängerkupplung dran gemacht. Hier grün. Der Schlüssel sorgt natürlich dafür, dass man das Ganze hier jetzt nicht mehr einfach so rausdrehen kann. Und wie es mal so im Leben ist, man muss den Schlüssel immer dreimal drehen, damit er auch richtig reinpasst, meistens. Also wenn er entsprechend drin ist, jetzt hier kann ich das Ganze hier nicht mehr reindrücken, rein runter drehen. Das heißt, die Anhängerkupplung ist jetzt fest dran und will auch nicht mehr raus.
Der Schlüssel wirkt übrigens extrem billig und einfach. Also das will ich lieber nicht bei Eiseskälte machen, wenn da mal ein bisschen Feuchtigkeit reinkommt. Naja. Gut, hat man das jetzt wieder entsprechend wieder losgemacht, kann ich das einfach hier reindrücken, runterdrehen und dann kann ich das einfach wieder rausziehen. Natürlich, ich sag's mal so, mit einer Hand ist das immer ein bisschen schwierig. Jetzt hier noch einmal, kurz gedrückt und schon hat man gesehen, geht das ganz einfach und leicht. Übrigens nicht wundern, ich mache das jetzt hier relativ alles etwas eher im Blindflug, da die Kamera auf meinem Schoß gerade sitzt. Aber ich hoffe mal, man kann die Einfachheit der Anhängerkupplung verstehen. Also die Technik dahinter der Anhängerkupplung ist wirklich relativ einfach und funktioniert eigentlich auch ganz gut. Und auch von der Technik her hat alles wunderbar funktioniert. Und was sogar noch beim Einbau noch sogar auch noch natürlich inklusiv ist, wenn man ein modernes Auto hat, ist natürlich auch die Fahrzeugkodierung. Denn ich habe natürlich Rückfahrsensoren eingebaut und wenn ich jetzt den Rückwärtsgang einlege, wenn ich etwas an der Anhängerkupplung angeschlossen habe, am Stromstecker, dann erscheint das sogar im Menü drin. Das heißt, die Rückfahrsensoren sind in diesem Fall natürlich dann deaktiviert, wenn der Stromstecker sozusagen etwas Strom dran ist. Also das ist wirklich praktisch und war im Service bei der Firma ATU inklusive. Gut, das war jetzt mein kleines Review zur ATU-Anhängerkupplung von der Firma Brink und der Elektroaufsatz war von der Firma Jäger. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen und sage auf Wiedersehen.